Hier tanzen alle nach seiner Pfeife. Trainer Garen Holley steht mit seinen Footballern der Munich Cowboys nach 2 Monaten Pause wieder auf dem Feld. Endlich wieder. Ja, schon die ganze Woche freue ich mich aufs erste Training, bin schon aufgeregt und daheim freue ich mich schon, alles schon bereitgelegt. Also das ist schon immer so ein Gefühl, ja, der Freude, dass es wieder losgeht. Und am Ende der Saison ist es dann immer die Freude auf die Offseason und am Anfang der Saison ist die Freude aufs Spiel. Also es ist immer so ein Kreislauf. Feels good. We made some changes. Es fühlt sich gut an. Wir haben in unserem Team einiges verändert. Es ist großartig, hier zu sein, alle Spieler zu sehen. Über 100 Leute sind heute da, darunter auch einige, die es wirklich schaffen könnten. Wir sind echt glücklich. Zum ersten Mal bereiten sich die erste und zweite Mannschaft gemeinsam auf die neue Spielzeit vor. Beim ersten Training, dem sogenannten Tryout, waren Spieler von anderen Vereinen, aber auch Football-Anfänger, die aus anderen Sportarten kommen, dabei. Jeder hat die Chance, auf sich aufmerksam zu machen und so einen Platz im Team der Cowboys zu ergattern. Ich habe schon 1, 2, 3 Talente gesehen, so, die den Ball schon wirklich sicher gefangen haben, jetzt aus einem Receiver-Standpunkt. Und jetzt schauen wir mal, ob die auch spritzig unterwegs sind. Und dann, man weiß es nie. Ja. Bis Ende März bereitet sich die komplette Truppe noch gemeinsam vor. Dann wird ausgesiebt und die 2 Teams für die neue Saison stehen fest. In der vergangenen Spielzeit konnte sich das GFL-Team erst in den Playdowns den Ligaverbleib in der höchsten Spielklasse sichern. So knapp soll es diesmal nicht mehr werden. Das übergeordnete Ziel ist immer, die stärkste Mannschaft in Bayern zu sein, sowohl mit der ersten Mannschaft in der GFL als auch mit der zweiten in der dritten Liga. Wir wollen, wenn möglich, jedes Spiel gewinnen und es in die Playoffs schaffen. Dann wird sich alles von alleine regeln. Das Mannschaftsziel, das wird so über die Preseason wird man sich dann schauen, wo steht man, wie fühlt man sich, was wird als Ziel ausgegeben. Individuell, ja, man wird immer älter, das heißt, man will einfach schauen, dass man auch Spaß hat auf dem Feld und ich glaube, das ist mein größtes Ziel diese Saison. Die neue Football-Saison startet im Mai. Jeder, der denkt, ich gehöre noch ins Team, kann jeden Dienstag und Donnerstag an der Bezirkssportanlage vorbeischauen, mittrainieren und auch nach seiner Pfeife tanzen.